Salut, bienvenue mes amis. Hier ist Kulis Filmwelt mit einem kurzen Update zu meiner neuen Reihe Im Rampenlicht. Vor kurzem hatte ich bereits auf den verschiedensten Social-Media-Plattformen wie Twitter, VK und Quora verlauten lassen, dass es sich bei meiner nächsten Filmrezension um eine Filmbiografie handeln wird. Bevor ich diese jedoch veröffentlichen werde, wird es dieses Mal zuvor so sein, dass ich euch die Personen, um die es in diesem Film geht, zunächst einmal vorstellen und näher bringen möchte, sodass ihr mit diesen dann schon etwas vertraut seid und somit auch die Abweichungen im Film zum wahren Leben erkennen könnt. Dies ist mir ganz besonders bei verfilmten Lebenswegen wichtig, da sich vieles eben leider immer wieder anders darstellen zeigt, als es mitunter tatsächlich der Fall gewesen ist. In diesem Fall muss ich dabei diesmal recht weit in die Vergangenheit zurückgehen, da es sich, so viel kann ich wohl doch schon verraten, bei der Filmstory an sich um eine wahre Begebenheit handelt, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts zugetragen hat. Von daher muss ich dieses Mal im Vorfeld sehr intensiv recherchieren, zumal es, in Anbetracht der langen Zeit, die seitdem vergangen ist, recht schwierig ist, hierzu noch Aufzeichnungen zu finden. Deswegen wird es diese Woche auch nur noch dieses Update von heute von mir geben und dann erst die darauffolgende Woche mit Kulis Filmwelt im Rampenlicht weitergehen, wo ihr dann erfahren werdet, um welche Personen es geht und wie sie tatsächlich gelebt haben. Ihr könnt das also somit dann als direkte Einstimmung auf meine neue Filmrezension sehen, okay? Gut, das war es an dieser Stelle heute von mir. Ich werde nun kräftig weiter recherchieren, damit ich euch nächste Woche eine aussagekräftige Biografie im Rahmen von Kulis Filmwelt im Rampenlicht präsentieren kann. Natürlich könnt ihr mir in dieser Zeit auch gerne auf VK, Quora oder aber auch Twitter folgen. All diese Plattformen sind zwar auf meinem Channel hier schon überall verlinkt, doch ich werde das Ganze gleich auch noch in die untere Videobeschreibung packen, für den Fall, dass ihr diese Möglichkeiten gerne für euch nutzen möchtet. Würde mich jedenfalls riesig freuen. Bis dahin sage ich nun erst einmal, salut à bientôt mes amis.